Werte GEMA, ihr habt es mal wieder geschafft. Durch euer Vorhaben, das Einbinden von Videolinks auf Webseiten kostenpflichtig zu machen, seid ihr mal wieder im Mittelpunkt der Online-Welt und wie immer und verständlicherweise negativ. Und wieder stellt sich mir die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass die GEMA als Rechtewahrer der Komponisten und Texter nur noch einem verhassten, riesigen, bürokratischen Ungetüm gleich das eins ganz gewiss nicht mehr tut? Die Werke und vor allem die Interessen der Künstler, zu denen auch ich zähle, zu wahren. Traurigerweise vergeht eigentlich kein Jahr, in dem es nicht einen GEMA-Aufreger gibt. 2013 und 2012 die neuen Gebührentarife für Clubs und Diskotheken, die teilweise eine Kostenerhöhung von bis zu 1000% und mehr vorsahen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA hatte damals als Beispiel gerechnet, eine mittelgroße Diskothek mit zum Beispiel 4 Tanzbereichen müsste mit diesem Tarif anstatt von 28.000 Euro 172.000 Euro jährlich bezahlen. Laut GEMA eine reine Vereinfachung der Gebührenordnung. Für Clubbesitzer, DJs und Besucher, und treiben wir das jetzt mal an die Spitze, das mögliche Ende der deutschen Nachtlebenkultur. Erst nachdem die Branche und Betroffene Sturm gelaufen sind, konnten im Dezember 2013 neue Tarife ausgehandelt werden. Der bittere Beigeschmack, der Willkür der GEMA ausgeliefert zu sein, bleibt bestehen. 2011 und 2010 die netten Briefe an die Kindergärten mit der Forderung, für kopierte Noten zu bezahlen, und das gerade zur Weihnachtszeit. Wie geschickt. Wirklich? Kindergärten? Versteht mich jetzt bitte nicht falsch, ich finde, dass jede künstlerische Arbeit auch angemessen vergütet werden muss, und dazu zählt auch das Anfertigen von Noten. Aber Kitas ans Bein zu pissen und auch noch kohletechnisch abziehen zu wollen in einem Bereich, wo schon extrem wenig Geld vorhanden ist, was zur Folge hat, dass Kinder zur Weihnachtszeit im Kindergarten nicht singen durften. Ah! Das ist nicht nur mir sauer aufgestoßen. Aber da war ja schon die passende Argumentation parat. Die Medien haben es verdreht. Die Liste an Aufregern und kritischen Vorwürfen kann noch eine ganze Weile lang weitergeführt werden. Ein Betrugsskandal mit Veruntreuung von Geldern, die Intransparenz der Tarifordnung, die Zweiklassengesellschaft der Gebührenausschüttung. Verfluchte Scheiße! Wie kann es eigentlich sein, dass ich an euch Gebühren abdrücken muss, wenn ich mir CD-Rohlinge oder einen USB-Stick kaufen will, und dann erdreistet ihr euch auch noch, diese Gebühren erhöhen zu wollen? Vor wenigen Tagen kam jetzt die Nachricht, jetzt sollen wir auch noch 36 Euro bezahlen, wenn wir uns ein Smartphone kaufen, weil damit könnte man ja auch Daten kopieren. Auf bloße Vermutung Geld zu verlangen, ist geradezu kriminell und willkürlich. Das Traurige an diesem Ding ist, wer glaubt ihr, leidet besonders darunter? Natürlich auch Konsumenten und Leute, die direkt mit Musik zu tun haben, wie zum Beispiel Clubbetreiber. Aber die wahren Leidtragenden sind wir, die Komponisten und Texter. Ich bin der festen Ansicht, dass Kunst vergütet werden muss. Das hat nichts mit Geldgeilheit zu tun. Songs zu komponieren und zu produzieren ist kein kleiner netter Zeitvertreib. Es kostet Unmengen an Zeit, Geduld und, was man auch nie vergessen darf, extrem viel Geld. Und jeder sollte sich an die eigene Nase fassen und sich fragen, ist es in Ordnung, für sowas nichts bezahlen zu wollen? Sven Regener, der Sänger der Band Element of Crime, kotzte sich dazu 2012 in einem Radiobeitrag aus und sagte den wichtigen Satz, eine Gesellschaft, die so mit ihren Künstlern umgeht, ist nichts wert. Und da gebe ich Ihnen in diesem Thema absolut recht. Wir brauchen eine Verwertungsgesellschaft. Aber jetzt kommt die Krux. Wie kann es sein, dass wir uns durch die GEMA nicht vertreten fühlen, es gar eine Hemmschwelle für so viele Musiker ist, beizutreten? Warum herrscht dauerhaft das Gefühl, dass Millionen von Euros, die mit unserer Leistung erwirtschaftet werden, irgendwo in diesem riesigen Bürokratiekoloss verschwinden? Verdammte Axt! Ihr hattet vor einiger Zeit riesige Werbeplakate aushängen, die mit unserem Geld finanziert wurden. Was soll der Scheiß? Ihr braucht keine Werbung. Weshalb wird in Musikerkreisen empfohlen, sich eher an ausländische Verwertungsgesellschaften wie zum Beispiel Stim, quasi die schwedische GEMA, zu wenden, da dort einiges transparenter abläuft? Warum scheint sich diese mittelalterlich wirkende Gesellschaft nicht mal ansatzweise mit unserer modernen Netzkultur auseinanderzusetzen? Wieso zum Geier verbindet man mit der GEMA direkt das Wort Willkür? Diese Fragen könnte ich noch ewig in den Raum brüllen, aber zum Schluss möchte ich noch auf ein weiteres Zitat von Sven Regener eingehen. Die GEMA sind wir, das sind die Komponisten und Textdichter. So sollte es sein. Ist es in der Realität aber leider nicht. Und noch eine Sache. Herzlichen Glückwunsch, dass die Sperrtafeln auf YouTube für rechtswidrig erklärt wurden. Das hilft in der Kindergartenschlacht zwischen YouTube und euch ganz bestimmt bald zu einer Einigung zu kommen, die für User und Urheber gleichermaßen gut ist. Ganz bestimmt. Das war meine Meinung zur GEMA. Wenn ihr mit mir diskutieren wollt, das könnt ihr über Twitter tun. Hier ist jetzt mein Accountname. Da drüben gibt es noch 2 weitere Videos. Den Rest kennt ihr ja. Bis dann.